Ob ich die Geschenke mit Counter zurückschicken kann, ist eine gute Frage. Ganz einfach, wir testen es aus. Da hat man jemanden mit Controller jetzt. Testen wir aber mal, ne? Einmal mal probieren. Frage, ob ich auch seine komischen Dings blockieren kann. Seine Combo. Das hat natürlich nicht so funktioniert. Also den richtigen Punkt zum Konter soll ich glaube ich noch finden. Man merkt aber, dass ich nicht so auf Konter, ne? Der Ding ist halt ausreichend, bringt beim nichts. Ja, nee. Also Geschenke haben nicht geklappt. Obwohl ich genau in dem Moment geblockt hatte. Also ich glaube, wenn ich jetzt so weiterkommen möchte, muss ich wieder mit dem Verstecken spielen. Also ich hierher gehe. Oh nein, warte. Geh weg, geh weg, geh weg.
Nein! Ach komm! Aber an sich, man sieht es schaffbar. Mit ein bisschen Feigheit und ein bisschen, ne? Geht das. Nein, ich kam ja nicht weg. Aber schon mal besser. Ja, auf jeden Fall. Problem ist, was ich meist habe, ist, wenn ich bei den Kombos nicht wegkomme. Das ist meist mein größtes Problem. Ja. Da hatten wir doch vorhin schon. Aber viele Pokémon wiederholen sich momentan, ne? Achso, nicht wundern, ich bin gerade echt leicht konzentriert. Face me, coward! Yeah! Fire!
Ach komm, ey. Grrr. Das ist doch nicht wahr, ey. Ist doch recht nicht wahr. Ups. Ach, Mann, du. Mann, kann so schwer sein. Kann doch echt nicht so schwer sein, Mann. Wie viel Schaden macht er denn plötzlich? Immer am Ende. Ach man. Ich geb's gleich auf, ne? Ich bin kurz davor zu trainieren und dann was zu machen. Prison fire.
So, last try, wenn ich es nicht schaffe, dann gehe ich erstmal nochmal trainieren. Na komm. Schnauze voll, so kommen wir auch nicht weiter. Bringt mir so auch nichts. Ja, das stimmt. Natürlich nicht zu meinem Spielstil. Also gerade meine Ungeduld und meine Unsicherheit teilweise auch in den Kämpfen ist halt ein großes Manko. Dreimal Vigra. Er bringt ja nichts, wenn er mich meist dann in den Momenten gekillt kriegt. Wenn ich aus seiner Attacke nicht rauskomme, beziehungsweise wenn ich in meiner Combo hänge. Das ist ja meist das Problem, dass ich entweder in meiner Combo hänge und er mich killt. Oder halt, dass er mich halt quasi irgendwo eindrängt oder so. Wo ich nicht rauskomme.
Na komm. Ah, Abschlussrunde war schon 2. Sehr schön. Ich lese mir gleich durch, was du geschrieben hast. Ja, ich muss auch nur ein bisschen, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe jetzt den Anfang von dir gelesen gerade. Leider nicht alles, für alles kam ich jetzt nicht. Aber ich muss im Endeffekt einfach ein bisschen Routine reinkriegen. Wenn ich diese Routine drin habe, dann ist das Kämpfen für mich auch ein bisschen einfacher, weißt du? Ich habe natürlich mega viele Probleme, weil ich einfach nicht oft kämpfe. Also. Beim Special Gegner an einem 4-6 Stunden gesessen am Stück und auf normal versorgt. Es wird doch nicht leicht, aber. Irgendwann.
Wieder, ich komme jetzt schnell gerade wieder nicht raus. Na, komm ich nicht weg. Schade. Der Kampf an sich war geil. Der lief ganz gut. Der Kampf an sich lief echt gut. Was war denn gerade eben gestiegen? Wo ich Level Up hatte. War es Abwehr? Lohnt es sich immer zurückzugehen zu Kipnok? Sache mit Leben, mit jedem Level Up kann man es nochmal probieren. Nein, das falsche. No. Das falsch rum. Das ist halt der Luft irgendwo hochgegangen, wo es halt gar nicht hätte hochgehen dürfen. Ich glaube, ich pack den irgendwie. Prison foil, I'll run you!
Nein. Das ist kein Fehler gerade. So. Mein Gott, ey. Ich denke, dass es jetzt gedauert hat. Geht doch, ja. Musst du jetzt auf mich ganz, ganz sehr konzentrieren, um die Geduld zu behalten. Ich hab's gleich noch versucht, mit Köpfen zu trainieren. Zu kämpfen. It's a pirate's treasure chest. Treasure. Yep. The same chest I told you about. We snatched it right from Hook's hiding place. Huh? How come it's empty? Sorry, but we lost it, all the treasures. Oh well. It's too bad. Who needs it? It was probably just full of dumb old jewels or doubloons or something anyways. We could just put what we treasure in there instead, if you wanna. Yeah, that's perfect. Instead of filling it up with jewels and gold and stuff, we'll put in what's truly special to us, the real riches. What are you putting in, Ben? Mein Holzschwert. Komm, tu dein eigenes Holzschwert rein. How about this? Ja. What is it? It's just something that one of my best friends gave me. So it's like a keepsake, huh? You sure you want to part with something that special? Yep. I don't need it if I've got Terra and Aqua. Our best memories are still ahead. All right, then. Next time you visit, we'll have an even bigger chest waiting. Enough for all those treasures and lots more. Okay, it's a deal. Oh, wait, Tink. I'm pretty sure that belongs to a friend of mine. Do you think maybe I could hang on to it? Now, Tink. Thank you. He's gone. Look, the light. Don't worry, men. No matter where that light takes him, Ben will always have friends waiting to meet him. Ja, für gegen dem Harz brauche ich Reaktion und Geduld auf jeden Fall. Feenblüte. Geringe Reichweite mit hohem Magiewert ermöglicht häufige kritische Treffer mit hohem Schaden.